Multiplayer-Spiele im Internet über WLAN zu spielen, ist prinzipiell eher eine schlechte Idee. Das hat damit zu tun, dass man sich die Bandbreite im WLAN teilt und darunter dann auch die Latenz leiden kann. Wer dennoch darauf angewiesen ist, im WLAN seine Online-Spiele zu spielen, der sollte wenigstens die neue WLAN 6-Technologie verwenden. Wie man einen Tower-PC mit einer WLAN-Karte nachrüsten kann und was man beim Kauf der WLAN-Karte beachten muss, das zeige ich euch nach dem Intro. Bei mir ist die Wahl auf eine Xiaolo-Karte gefallen. Die kommt mit aktuellem WLAN 6E und Bluetooth 5.2 daher. Tatsächlich war bei mir eher Bluetooth ausschlaggebend, weniger WLAN 6, allerdings ist gerade für Spieler WLAN 6 interessant. Bei WLAN 6 gibt es aber nicht nur WLAN 6, sondern es gibt auch noch die noch etwas neuere Technologie WLAN 6E und wer sich jetzt eine PCI-Karte kauft, der sollte darauf achten, dass die auch WLAN 6E fähig ist. Wer also beim Gaming am Start ist, was ist für den wichtig? Erstmal sollte man ja über die Latenz nachdenken und weniger über die Bandbreite. Die verkauften WLAN-PCI-Karten gibt es natürlich auch in verschiedenen Bandbreiten. Ich habe mich jetzt hier für die geringere Bandbreite entschieden. Das ist natürlich euch überlassen, was für euch wichtig ist. Da spielt am Ende auch der Preis eine Rolle. Wenn es euch jetzt nur um gute Latenzen geht, dann muss die Bandbreite nicht unbedingt ausschlaggebend sein. Ohnehin ist es fraglich, ob eure Internetgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, die ihr von eurem Provider bekommt, überhaupt so schnell ist, dass es einen Unterschied machen würde, für welche WLAN-Geschwindigkeit ich mich bei meiner WLAN 6-Karte entscheide. Meistens sind die Heimnetzgeschwindigkeiten schneller als das, was euer Internetprovider überhaupt anbietet. Ihr müsst natürlich auch beachten, dass die Gegenstelle auch den Standard sprechen muss. Das heißt, es bringt euch nichts, wenn ihr einen alten Router habt, der nur Wi-Fi 4 kann und ihr habt zum Beispiel eine Wi-Fi 6-Karte. Das wird gar nicht so viel bringen. Da ist es sinnvoller, beides aufzurüsten. Also bei euch die WLAN 6-Karte einzubauen und auch mal einen aktuellen Router zu kaufen. Es gibt ja auch schon WLAN 6E, allerdings sind aktuelle Fritzboxen mit diesem Standard noch nicht kompatibel. Die basieren aktuell nur auf WLAN 6. Was ist also noch zu beachten? Ihr müsst natürlich einen freien PCI-Steckplatz bei euch haben. Das ist so ein Mini-Anschluss und wenn ich das richtig weiß, passt der auch in die großen rein. Normal haben aber Mainboards auch diese kleinen Anschlüsse in genügender Anzahl und ihr könnt ja mal bei euch schauen, dass da auch entsprechend noch Platz ist. Eine Besonderheit bei diesem Xiaolo-Teil, das ich hier hatte, war, dass man noch einen freien USB 2.0 Steckplatz auf dem Mainboard braucht. Den hatte ich glücklicherweise, aber ich habe am Kauf gar nicht so aktiv drauf geachtet. Ich dachte auch, dass Bluetooth geht über die PCI-Lanes. Das ist aber nicht der Fall, man braucht eben einen freien Steckplatz für USB auf dem Mainboard. Der Treiber selbst wird auf einem USB-Stick mitgeliefert und es gibt auch einen Google Drive-Link, wo man den aktuellen Treiber runterladen kann. Das fand ich alles ein bisschen komisch, aber hat am Ende gut funktioniert. Der Treiber ist natürlich ein Standardtreiber für einen Standard-Chipsatz, das heißt, den kann man auch aus anderen Quellen in einer aktuelleren Version bekommen. Den Link dazu packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo von euch. Und schaut auch mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr meine Amazon Affiliate-Links zu den gezeigten WLAN-Karten.